Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe der Schlachtnacht. So, meine 2 Wochen Urlaub sind vorbei. Meine neue Serie Lost Cars habe ich erfolgreich abgedreht. Und jetzt widme ich mich wieder unseren Modellautos. Unser erster Kandidat der heutigen Schlachtnacht ist der Cadillac Flatwood 75, Hersteller BOS, Jahrgang 58. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil sich hier nahezu alle Scheiben sich am Lösen sind. Hier und hier. Wie gesagt, nahezu alle Scheiben lösen sich. Das ist ja ein bekanntes Problem bei BOS-Modellen oder generell bei Resin-Modellautos. Irgendwie ist da auch kein richtiger Hersteller da gefeit. Ich habe schon, wie heißen die nochmal, die ganzen super teuren Marken da von Resin. Nicht BBR. Naja, auf jeden Fall verdammt teure Marken hatte ich auch schon hier gehabt. Da haben sich auch Teile gelöst, also Scheiben gelöst meistens. Dann habe ich hier GT Spirits hier schon gehabt, wo sich Scheiben gelöst haben. Dann hatte ich schon Ottos hier gehabt, wo sich Scheiben gelöst haben. Dieses Problem, dieses Scheibenlösen ist ein ganz einfacher. Der Kleber, den die verwenden, um diese dünnen Folien, das sind ja nur Folien und keine festen Plastikscheiben wie bei Metallmodellautos, der reagiert nicht so gut zwischen die Folie und dem Resin. Und deswegen löst sich der Kleber irgendwann mal. Allein schon diese labile Windschutzscheibe jetzt hier, die eigentlich nur eine Folie ist, durch Schwingungen beim Transport und so und alles, löst sich die Scheiben oder der Kleber noch schneller. So, dieses hübsche Modell, wie gesagt, ist jetzt hier auf den Schrott gelandet, weil sich diverse Teile sich schon am Lösen sind, also diverse Scheiben. Ich bin ja bekennenderweise Cadillac-Fan. Und deswegen habe ich mir so ein Modell, auch mit lösenden Scheiben, schon für mich gebunkert. Der wird irgendwann mal neu lackiert, wahrscheinlich in Rot, weil ich mag rote Cadillacs. Und dann kommt er in meine privaten kleinen Sammlung. So. Das Zerlegen eines BOS ist nicht so schwer. Also, man muss halt nur ein bisschen feinfühlig sein, weil die Teile halt, einige Teile sind sehr filigran. Türgriffe, Scheibenwischer, Embleme, die sind sehr dünn gemacht, hauchdünn gemacht und die können dementsprechend auch schnell abbrechen. So, ich bin nämlich gerade dabei, die Türgriffe zu lösen. So, Türgriff Nummer 1. Nummer 1. Wo ist hin? Aha. Nummer 4 ist es schon, nicht Nummer 1. Antenne. So. Jetzt fange ich. Also, wenn ihr so ein Resin-Modellauto zerlegt, bitte zerlegt erst, macht erstmal die ganzen Kleinteile ab. Ne? Also, alles, was ihr so mit den Fingern oder mit kleinem Werkzeug abmachen könnt, bitte macht erstmal das ab, damit die nicht abbrechen. Na komm schon. Das sind Foto-Ätzteile. Und die sind voll ätzend. Komm. So. Den konnte ich so mit den Finger rausziehen und der andere war am Rumzicken. So, die Embleme sind auch mal so ein schwieriger Punkt bei dem Modell, weil die so hauchdünn sind. So, da haben wir den schon. Oder auch nicht. So. Ja, ich schneide hier nichts raus, ich fake auch nichts. Das heißt, was mir hier kaputt geht, das geht mir auch in Wirklichkeit kaputt. Ne?
So. Alles real und ihr seid quasi immer live dabei, wenn mir irgendwas kaputt geht und ich mich darüber aufrege oder so. Seid ihr immer dabei und könnt hoffentlich aus meinen Fehlern lernen. Na komm schon. Jetzt sind die Scheiben dran. Ja, man merkt, da ist schon ein bisschen ein anderer Kleber inzwischen schon verwendet worden, aber immer noch nicht die Problemlösung. So, ja. Die Heckscheibe muss auch noch raus. Aber es fiel auch die Schulterspannung. Weil das, wie gesagt, nur eine dünne Folie ist, ist die bei einer Wölbung zum Beispiel, ne, wie bei jetzt bei diesem Modell, ist diese Krümmung, die nach unten geht. Die verursacht Spannung auf diese Folie und den Kleber. Und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum die Scheiben sich lösen. Wegen dem Druck von der Wölbung. So, Scheinwerfer lösen ist eigentlich ganz easy. Da geht ihr in den Spaltmaß. Aber ja, klar. Da geht ihr nämlich in den Spaltmaß zwischen Scheinwerfer und Rohkarosse. So. Oh, ein bisschen größeres Werkzeug. Moment, ich mache mal bessere Perspektive vor. Ich mache ein bisschen höher. Schlag. Kabel weg. Ein bisschen Professionalität kann ich ja noch bringen. Ja, das liebe ich so bei meinen Videos, ne? Da sage ich ein bisschen Professionalität und dann zack. Und zack, fällt die Kamera. Ja, bei mir ist nichts gestellt, Leute. Nichts gestellt. Hier passiert alles live. Und ihr seid dabei. Und bis jetzt seht ihr ja auch, dass es eigentlich relativ einfach alles abgeht. Ne? Das hat viel mit dem schwachen Kleber zusammen. Oh, da habe ich noch ein Emblemchen. Problemchen. Ich garantiere euch, das vordere Emblem ging ja eigentlich relativ einfach ab. Aber ich garantiere euch, dieses Emblem geht jetzt voll kaputt in 1000 Teilen und zerlegt sich in seinen Nanoteilen. Oh, Verarbeitungsfehler. Guckt euch das mal an. Oder ist das normal? Hier sind so kleine Wölbungen drin. Na gut, vielleicht hat das echte Auto das auch. Aber das echte Auto ist so mega selten. Man kann das bestimmt leider jetzt nicht mehr nachvollziehen. Okay, da geht jetzt hier ganz schwer ab. Genial. Ging ab, ohne kaputt zu gehen. Weltpremiere. Normalerweise atomisiert sich das. Also hier, es zerlegt sich in Millionen von Teilen. Und will mir dann, oh, guckt euch mal den Unterboden mal an. Auspuffanlagen, die in den Hinterachsen enden. Seht ihr? Keine durchführende Linie, nix. Richtig schön billig gehalten. Ja. Aber es gibt auch BOS-Modelle, wo das ein bisschen besser geworden ist.
Da hat man halt sich schon beim Unterboden sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben als bei dem hier. So. Er hat die Nummer 372 von 504. Nicht schlecht. So. Also ich benutze hier auch kein Spezialwerkzeug oder irgendwas. Alle meine Werkzeuge, die ich hier verwende und benutze, Akkuschrauber und so, die kann man alle ganz normal kaufen. Das ist nicht Sonderanfertigung von irgendeinem Premium super duper Werkzeugbauer Firma oder irgendwie sowas. Das ist gar nichts. Alles absolut bezahlbar. Und auch selbst gekauft und nicht gesponsert bekommen oder irgendwie sowas. Also wenn mir einer sowas sponsern will, gerne. Ich sag da nicht nein. Und das ist auch wieder so ein Kriterium, worauf ich immer viel achte, ist, dass die Innenausstattung mit dem Unterboden ein Teil ist. Das ist wieder so richtig so Sparfuchs hoch 10, ne? Und dann die Pedalerie auch total billig gemacht. Aber so ist es halt. So, die Felgen. Relativ unspektakulär, aber gut. Hat man ja auch nicht anders erwartet beim Auto vom Baujahr 58. Da war das noch nicht so mit den Felgen. Aber schön ist aber hier der Bodyguard-Sitz. Der ist schön. Ja. Normalerweise baue ich die Sitze aus, weil nicht jeder kann die Sitze gebrauchen, nur wegen dem Unterboden. Bei so Resi-modellen Autos gehen halt Unterböden halt oft kaputt und schnell kaputt. Deswegen baue ich die eigentlich immer aus. Aber hier in diesem Fall merke ich gerade, dass hier ein sehr hoher Widerstand ist. Oh, geschafft. Puh, aber schön am Ansehen. Guck mal, dass die darauf geachtet haben, ne? Gut gemacht. So eine blöde Rücksitzbank. So, Unterboden auch weg. Ja, ich komme gut vorwärts bis jetzt. Also, ich habe eigentlich mit mehr Widerstand gerechnet. Habe ich doch ein bisschen zu früh geredet. Lenkrad ist leicht beschädigt. Schönes Armaturenbrett, ne? So, da kommt die Rücksitzbank. Auch schön geworden. Mittelarmlehne umgeklappt. Ich baue hier 58 und schon Mittelarmlehne, ne? Ja, geil. Cadillac halt, ne? So. Damit ist dieser schöne Cadillac 75 Flatwood von 1958, Hersteller BOS. Geschichte erfolgreich zerlegt. Rohkoross ist mir Gott sei Dank nicht kaputt gegangen, weil die sind immer sehr labil. Aber hier in diesem Fall Gott sei Dank überlebt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren, animieren und ein bisschen auf den Geschmack dieses Modells gebracht. An sich, bis auf den Unterboden und ja, eigentlich der Hauptminuspunkt bei diesem Modell ist definitiv der Unterboden. Der ist absolut einfallslos gemacht worden. Da hätte man sich mehr Mühe geben können. Ansonsten, ja klar, da, sich zu lösenden Scheiben, das ist auch ein No-Go. Aber das kriegt man auch irgendwie noch hin, wenn man ein bisschen bastlermäßig fähig drauf ist. Ja, ansonsten, schönes Armaturenbrett, schöne Vordersitzbank mit interessanten Details. Und alles andere eigentlich ganz gut.
Na, okay. Preislich ist ja ein bisschen hoch angesiedelt. Die fangen, glaube ich, ab 100 € erstmal an. Na? Ja, ist kein Schnäppchen das Modell, aber ein schönes Modell. Aber und das außergewöhnlich. Und ich hoffe, die bringen die noch in Rot raus. Weil Rot ist für mich das Cadillac Rot ist einfach geil. So, das war's. Video Nummer 1 ist jetzt abgedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es warten noch 4 Modelle auf euch und ja, bis demnächst. Ciao.